Hallo Internet, ich bearbeite eure Bilder. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil über die Bilder von Andy, die er mir Ende letzter Woche freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, um ein paar Fragen zu beantworten und sie zu bearbeiten. Im ersten Teil hatten wir eine RAW-Entwicklung durchgeführt mit dem ersten seiner Bilder und dann, Staubflecken entfernt, beziehungsweise in einem Fall den Staub nicht entfernt, sondern den Effekt, der dadurch entstanden ist, nämlich dass es etwas eine helle, warme Stelle auf dem Gebäude gab, dadurch begründet, dass wir ein kleines Licht installiert haben. Heute geht es um dieses Bild hier, das ich auch von ihm bekommen habe als PS-Datei. Wir sind hier auch schon in Photoshop. Und dieses Bild hat zwei Probleme. Wie ist das Bild entstanden? Das ist ein HDR. Ich weiß nicht aus wie vielen Aufnahmen, aber ich nehme mal an, dass klassisch drei Aufnahmen gemacht wurden. Es ist um die leuchtenden, warmen Farben zu bekommen, im Kontrast zu dem tiefen Blau des Himmels, eher etwas extremer entwickelt worden. Mir gefällt die Lichtstimmung sehr gut. Manchen mag es zu heftig sein, aber ich finde es gut, es passt ins Bild. Aber dadurch sind kritische Bereiche entstanden. Ich vergrößere das Bild mal mit Command oder Control Plus. Und wir sind jetzt schon auf 300%, also ich habe hier kein hochauflösendes Bild. Aber ich kann trotzdem zeigen, wie man die Probleme, die wir hier haben, loswerden. Hier sehen wir, ich gehe mal noch eins größer, auf 400%. Hier sehen wir Problem Nummer 1. Hier ist ein Halo, eine weiße Kante, die durch die HDR-Verarbeitung entstanden ist. Und das gleiche Problem haben wir auf der anderen Seite des Bildes, nämlich hier in den Blättern drin. Und hier sieht man das besonders schön. Hier sind helle Striche, ausgebrannte Striche, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Und Andys Frage war, gibt es eine Möglichkeit, das in Photoshop oder Lightroom wegzubekommen? Und ich möchte jetzt euch zwei Varianten, zwei Möglichkeiten vorstellen, wie man das in Photoshop wieder wegkriegt. Zumindest fast wegkriegt. Hundertprozentig wird schwierig, schätze ich mal. Gehen wir erstmal zum einfacheren Teil. Diesen hellen Strich hier. Ich gehe jetzt noch ein bisschen größer, damit wir es etwas einfacher haben. Jetzt sind wir schon auf 500%. Also ihr seht im Zweifelsfall jetzt schon bald die einzelnen Pixels. Nicht wundern, aber es geht jetzt um das Prinzip. Wie kriegt man diese helle Kante hier weg? Die Variante ist noch relativ einfach. Wir legen uns eine leere Ebene oben drüber. Nehmen uns einen Pinsel. Ganz normal. Der ist zu groß. Mit Command und Alt oder Control und Alt können wir uns den Pinsel kleiner machen und wir machen ihn jetzt mit einer mittleren Härte. Ich sage mal so 50% plus minus und machen ihn mal so groß, dass er hier drauf passt. Ich mache noch mal ein bisschen größer. Ich gehe jetzt richtig rein ins Bild. Jetzt sind wir schon auf 800%. Jetzt sieht man wirklich die Pixel. Also noch kleiner. Noch ein bisschen kleiner, das war zu viel. Jetzt haben wir einen Pinsel von 3 Pixel. Ich gehe mal auf 4. Ja, doch 3. Ja, so und hier haben wir jetzt eigentlich eine gerade Kante. Und was wir jetzt machen, wir malen über diese gerade Kante einfach mal einen Strich. Dazu brauchen wir zunächst mal als Vordergrundfarbe Schwarz. Dazu drücken wir die Taste D. Das gibt uns Schwarz als Vordergrund und Weiß als Hintergrund. Deckkraft auf 100%, Fluss auf 100%, Modus Normal. Und jetzt müssen wir hier malen. Wie malt man mit dem Pinsel einen geraden Strich? Relativ einfach. Wir fangen mal hier an. Setzen uns ziemlich genau auf das Weiß. Einmal klicken. Dann auf den zweiten Punkt gehen. Shift-Taste drücken. Nochmal klicken. Wupp, da ist unser schwarzer Strich. Shift-Taste halten.
Nochmal klicken. Nochmal klicken. Jetzt müssen wir hier ein bisschen rüber. Shift-Taste wieder drücken. Nochmal klicken. Hier haben wir einen kleinen Knick im Haus. Den müssen wir nachfahren. So, ein bisschen zu kurz. Dann sind wir hier. Und dann sind wir hier. So, ich gehe mit Command-Control-Minus, mache ich es mal ein kleines bisschen kleiner wieder. So, und jetzt haben wir uns hier einen schwarzen Strich drauf gemalt. Und dann nehme ich als erstes mal die Deckkraft ein bisschen nach unten, also auf 50%. Mal noch ein bisschen mehr. Wir haben den Überlagerungsmodus jetzt bisher nicht geändert. Und jetzt gehen wir mal auf die 100% Ansicht mit Command oder Control 0. Command oder Control 0. Und ich schalte das mal aus. Und wir sehen nichts, weil es ist zu weit weg. Also gehen wir doch wieder ein Stückchen ran. Command oder Control plus. Sind wir auf 300%. Ja, noch eins. 400%. Aus. Ein. Aus. Ein. Ja, wir hätten den Strich vielleicht ein kleines bisschen weiter oben malen müssen, aber kein Problem. Wir aktivieren die Ebene, gehen auf das Bewegungswerkzeug und gehen mit den Cursor-Tasten mal einen Klick sozusagen nach oben. Ja, dann kommt uns der auch raus. Ne, dann lassen wir das einfach mal so. Man kann jetzt noch hingehen und den Strich vielleicht etwas weich zeichnen. Dazu gehen wir mal auf den Filter. Aber immer dran denken, wir haben eine Strichbreite von 3 Pixeln jetzt gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt mit 5 Pixeln weich zeichne, dann ist der Strich im Zweifelsfall weg. Also mit maximal einem Pixel weich zeichnen. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Ich würde jetzt mal, sagen wir mal, 0,7 nehmen. Sagen wir mal okay. Jetzt hat er hier was verdreht. Manchmal macht er sich selbstständig. Das hat wahrscheinlich was mit dem Aufnahmeprogramm zu tun. Das passiert ab und zu mal. So, nochmal der Versuch. 0,7. Okay sagen. Jetzt hat er es gemacht. Schauen wir mal. Aus. Ein. Dann müssen wir im Gegenzug die Deckkraft wieder ein Stückchen hochfahren. Nicht zu viel. Sonst wird uns der Himmel da oben schwarz. Gehen wir wieder ein Stückchen raus, damit wir, also nicht gerade 100%, aber jetzt sind wir mal auf 200%. Und jetzt kann man erkennen, der weiße Strich ist weg. So, das war die einfachere Übung. Und jetzt kommen wir mal zu den Blättern. Was haben wir also gerade gemacht? Wir haben im Prinzip das Weiß, ja, ich sag mal mit Schwarz übermalt, sprich abgedunkelt, letztendlich. Hier wird uns das im Zweifelsfall nicht gelingen, weil die Strukturen, ich gehe mit Command oder Control Plus mal nochmal auf 500%. Wir sehen zwar jetzt gleich wieder die Pixels hier, aber hier sind die Strukturen so fein, dass uns das nicht gelingen wird, das irgendwie von Hand auszumalen oder zu maskieren. Aber was wir als erstes machen sollten, ist hier mal die chromatische Aberration wegmachen. Dazu gehe ich mit auf die Hintergrundebene, einmal klicken auf das Schloss, entsperrtes Schloss. Und wir gehen mit Filter, Kamera RAW Filter, direkt, ich vergrößere das nochmal, ruhig auf 400%, damit wir das sehen, ja, 500%. So, hier sehen wir jetzt den lila Farbsaum richtig schön. Und dann gehen wir hier auf Objektivkorrektur und schrauben hier die Intensität mal nach oben. Ich gehe mal auf die Hälfte und wir sehen schon, ist es weg. Ich ziehe es nochmal nach unten. Jetzt ist es wieder da. Ich ziehe es wieder nach oben. Jetzt ist es weg. Also haben wir das Thema chromatische Aberration auch schon mal im Griff. Bestätigen mit OK. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir das weg? Wie kriegen wir die Stellen, die zu hell sind, und darum geht es letztendlich, das sind, ich sage mal, man kann sagen, was sind Spitzlichter drin, wie kriege ich die selektiert? Und da helfen uns die Kanäle.
Schauen wir uns die mal an. Wenn ihr bei euch nirgends die Kanäle angezeigt bekommen habt, dann geht ihr auf Fenster und aktiviert hier Kanäle. Und dann kriegt ihr das hier angezeigt. So, schauen wir uns mal den Rotkanal an. Was wir jetzt suchen, ist ein Kanal. Und ihr wisst, dass die Kanäle stehen für RGB, Rot, Grün, Blau, und zeigen uns an, wie heftig Rot, Grün und Blau jeweils vertreten ist, um dann zu dem kompletten RGB-Bild zu kommen. Und was wir jetzt suchen, ist ein Kanal, der uns an den Stellen, wo uns diese Spitzlichter interessieren, den höchsten Kontrast bietet. Rot, merken, Grün, eher nicht. Blau, damit haben wir ihn, glaube ich, gefunden. Rot nochmal zum Vergleich. Blau. Blau macht uns, ja, oder vielleicht ist es doch der Rot. Ja, vielleicht ist es doch der Rote, der das eher zum Vorschein bringt. Wie gesagt, wir suchen nach diesen Spitzlichtern. Dann schauen wir nochmal RGB an. Hier sind die Spitzlichter drin. Hier haben wir ein schönes Blau, das ist okay. Aber hier haben wir wieder diese Spitzlichter drin. Also nochmal Rot. Ja, ich denke mal, es ist doch der Rotkanal. Den duplizieren wir uns, indem wir ihn einfach mal nach hier unten auf dieses Symbol ziehen. Jetzt haben wir hier einen Kanal, der heißt Rotkopie. Den nenne ich jetzt mal Freisteller. Und was wir jetzt noch tun sollten, bevor wir den als Auswahl gleich anwenden, wir sollten, ich gehe mal mit Command oder Control Minus ein kleines bisschen wieder zurück, die Bereiche schon mal ausschließen, die wir nicht haben wollen. Sprich die Maske, letztendlich wird es hier eine Maske, die zu intensivieren. Dazu nehmen wir mal den Pinsel und ich gehe mal noch weiter raus, damit wir das gesamte Bild sehen. Das können wir mal vorläufig zuklappen. Letztendlich interessiert uns ja nur diese Ecke hier links oben. Alles andere brauchen wir gar nicht. Also Pinsel 100%, Vordergrundfarbe schwarz, Pinsel groß. Ja, im Moment können wir mal noch hart lassen. Und jetzt malen wir hier mal alles schwarz, was uns dann als Maske letztendlich nicht interessieren wird. Auch hier unten, den Effekt hatten wir hier nicht. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es uns dann gleich interessiert. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben im Moment eine harte Kante eingestellt. Das sollten wir jetzt ändern. Das heißt, wir machen uns jetzt die Kante ganz weich. Ups, andere Richtung. Und gehen hier mal vorsichtig an den Rand, um wirklich nur die Bereiche zu erwischen, die uns interessieren. Das Bild ein bisschen nach unten. Ungefähr so. So, in dem Bereich drin, ich mache das wieder größer mit Command oder Control Plus, sollten wir die Maske auch noch ein bisschen intensivieren. So, wenn ich jetzt hier mit Schwarz drauf male, meinen Pinsel kleiner machen, dann nimmt er mir das einfach raus. Das ist nicht das, was wir wollen. Command oder Control Z, um das wieder rückgängig zu machen. Wir ändern jetzt den Modus und Pinsel kann man mit ähnlichen, ja eigentlich den gleichen Modis verwenden, wie auch beim Überlagern von Ebenen, nämlich wir nehmen hier ineinander kopieren. Und hier male ich jetzt mal mit Schwarz ganz großzügig drüber. Und ihr seht, das, was schon schwarz ist oder schwärzer als grau, wird jetzt richtig schwarz. Und unsere Extremlichter sozusagen, die bleiben weiß. Und damit, Command oder Control Minus, damit haben wir jetzt unsere Maske. So wie, eigentlich haben wir jetzt einen Kanal, genau genommen. Wie machen wir daraus eine Maske? Wir klicken einmal mit gedrückter Command- oder Control-Taste auf den Freisteller und ihr seht die laufenden Ameisen. Jetzt haben wir unsere Maske. Wir schalten RGB wieder ein. Und die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit dieser Auswahl? Das sind jetzt also Stellen, die ja schon fast ausgebrannt sind, extrem weiß sind, wo das Blau fehlt. Also bringen wir doch am besten da das Blau wieder rein. Also legen wir uns mal eine leere Ebene hier oben drüber.
Und da klicken wir jetzt auf das Maskensymbol und damit wird aus der Auswahl, die ja immer noch existiert, ihr seht immer noch die Ameisen laufen, eine Maske. So, und in diese Ebene, ich klappe das hier mal wieder zu, die füllen wir jetzt mit der richtigen Farbe. Was haben wir hier für eine Farbe? Wir haben hier oben ein sehr intensives Blau und wir haben hier unten schon fast ein Grau hinten dran. Das heißt, wir brauchen sogar einen Verlauf. Suchen wir uns also erstmal die Farben für den Verlauf. Die Vordergrundfarbe ist die Startfarbe. Das wird also hier irgendwie so ein helles Graublau sein. Ups. Ah, dazu sollten wir auch noch einmal abbrechen. Die Ebene unten markieren, damit wir aus der richtigen Ebene raus die Farbe aufnehmen. Sonst wird das nicht besonders sinnvoll. Also nehmen wir uns hier mal so ein graues Blau. Genau. Das ist die Vordergrundfarbe. Und dann machen wir einen Doppelklick auf das Weiß und holen uns die Hintergrundfarbe. Das wird dieses kräftige Blau sein. Und damit haben wir die Hintergrundfarbe. Und jetzt gehen wir auf das Werkzeug Verlauf. Vordergrund zu Hintergrund. Also graublau zu intensivblau. Und wie läuft dieser Farbverlauf? Ja, da geht hier so die Wolken entlang. Hier hinten geht der Berg offensichtlich ein bisschen nach oben. Das heißt, das läuft fast horizontal. Ich würde also jetzt mal hier einen Verlauf mal so machen. Erster Versuch. Und wenn man das dann auf dem originalen Bild macht, dann hat man damit das Bild gelöscht. Yeah! Command Z. Und wir gehen mal lieber auf die leere Ebene, da macht es durchaus mehr Sinn. Und ziehen uns jetzt den Verlauf nochmal auf. Ungefähr so. Ihr seht ihn hier, den Verlauf. Und wenn ihr jetzt währenddessen hier reingeschaut habt, ich mache mal an und aus, aus, an, die ausgebrannten Stellen sind weg. Aus, an, aus, an. Und wir haben durch die Blätter und Zweige hindurch jetzt erstmal den Himmel. So, stimmen die Blautöne hier und der Grauverlauf mit dem Rest überein? Noch nicht so ganz. Das heißt, da kann man jetzt noch ein bisschen spielen, wenn man will. Man kann auch mit Farbtonsättigung auf diese Ebene gehen oder mit der Tonwertkorrektur, um das nochmal ganz ideal anzupassen. Das möchte ich jetzt gar nicht machen. Das ist sowieso dann bei jedem Bild anders. Es geht jetzt ums Prinzip. Wir sehen aber noch was, was hier passiert ist. Wir haben uns dadurch, ich sag mal, das Strahlen etwas aus den Blättern genommen. In den Blättern war vorher nicht nur Grün drin, sondern da war auch noch ein Gelb mit drin. Und das ist jetzt irgendwie weg. Das heißt, das müssen wir uns irgendwie wieder dazu holen. Und diese Maske, ich mache die Maske nochmal an, die zu verändern, dürfte ziemlich aussichtslos sein. Also legen wir uns eine Ebene oben drüber, setzen die auf weiches Licht, zoomen auf die Stelle mit Command oder Control Plus, die wir bearbeiten wollen. Jetzt sehen wir auch genauer, was da passiert ist. Da hat es hier doch einiges auch rausgenommen, weil das Gelb war natürlich auch ein sehr strahlendes Gelb. Das ist also bei der Auswahl der Lichter ist einfach mit aufgefangen worden, mit eingefangen worden zum Teil und dadurch jetzt mit dem Blaugrau überlagert. Aber, schalten wir es wieder ein, wir nehmen uns jetzt auf dieser Ebene eine geeignete Farbe und zwar eine, die schon im Bild vorhanden ist, ein schönes leuchtendes Gelb, das finden wir zum Beispiel da hinten im Zweifelsfall. Das heißt, wir nehmen uns hier die Vordergrundfarbe und hier ist ja, ein bisschen heller hätte ich es gerne. Wie sieht es damit aus? Ja, dann gehen wir hier doch nochmal rein. Ich hätte es gerne ein bisschen heller und kräftiger. So zum Beispiel. Und damit gehen wir jetzt wieder darüber. Dann nehmen wir einen Pinsel. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip Color Dodge. Das heißt, wir malen mit Farben. Überall da, wo das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen, immer dran denken, wir sind jetzt bei 300%, wir sehen gerade jedes einzelne Pixel. Überall da, wo uns das Grün ein bisschen genommen wurde, malen wir jetzt einfach mal hier mit ein bisschen Gelb drauf.
ziemlich willkürlich, je willkürlicher, umso besser, um dieses Strahlen sozusagen wieder rauszubekommen. Sieht im Moment noch ein bisschen blöd aus, ich weiß das. Das wird sich aber dann gleich noch ändern. Da können wir auch noch ein bisschen was drauf tun. Hier, hier, hier. Da, ja, und so weiter. Soll jetzt auch nur, wie gesagt, das Prinzip zeigen. Jetzt haben wir natürlich alle Bereiche irgendwie übermalt. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt diese Maske auch hier drauf packen? Das heißt, mit gedrückter Alt-Taste schiebe ich diese Maske hier mal nach oben. Das gibt also eine Kopie. Und jetzt habe ich die Stellen, die vorher eher ins Blaugraue gegangen sind, die habe ich jetzt etwas mehr ins Gelbe gezogen. Allerdings noch nicht so, wie mir das gefällt. Versuchen wir mal eine andere Überlagerungsmethode. Versuchen wir es mal mit Farbe. Das ist es auch nicht. Dann gehen wir doch wirklich mal auf Normal und ziehen die Deckkraft mal ein bisschen nach unten. So zum Beispiel. Command oder Control 0, damit wir die Komplettansicht haben. Und jetzt schauen wir uns mal das Vorher-Nachher an. Vorher. Hier haben wir den weißen Strich wieder. Hier haben wir die ausgebrannten Stellen drin. Und nachher. Ausgebrannten Stellen sind weg. Aber wie eingangs gesagt, das ist keine 100% Lösung. Ihr seht schon, das Leuchten, man kann jetzt sicher noch ein bisschen mehr hier tun mit dem Gelb und hier ein bisschen mehr leuchtendes Gelb noch mit reinmalen, um das noch ein bisschen aufzufangen. Aber die Methode nimmt uns auch gerade helle Farben, helles Gelb zum Beispiel, nimmt uns dann natürlich auch raus. Aber trotz alledem, der Halo-Effekt, der ist auf jeden Fall weg. Und das war das Thema für heute. Das Prinzip, wie ich das gemacht habe, kann man auf jedes Bild anwenden. Das an der Gebäudekante sowieso, das bei den Blättern hier auch, insbesondere dann, wenn es ein blauer Himmel ist, dann wird es im Zweifelsfall immer der Rotkanal sein hinten dran, den man dann nimmt, also den mit den höchsten Kontrasten, um zu seiner Auswahlmaske zu kommen. Wenn der Himmel weiß ist, dann hängt es von der Farbe ab, die ihr hier habt. Gut, bei Bäumen ist es normalerweise dann in Grün. Wenn es irgendwas anderes ist, muss man dann schauen, was das ist. Wie gesagt, es kommt darauf an, den Kanal zu nehmen, der den höchsten Kontrast hat und dann mit dem Pinsel Weiß-Schwarz-Modus ineinander kopieren, die Maske entsprechend intensiver zu machen. Und damit kann man dann solche Effekte, ich sag mal, mindern. Ja, ich hoffe, das war interessant. Danke nochmal an Andy für auch dieses Bild vom heutigen Tutorial. Ich hoffe, ach so, vergesst nicht, Andy auch mal auf Instagram zu besuchen. Ich habe da einige schöne Bilder gefunden. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Seinen Namen blende ich gerade mal ein. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Fotografieren, bei der Bildbearbeitung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie immer, dann abonniert doch meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.